Ja, wenn man nebenher ein bisschen die Einstellungen ändert von dem Mikrofon, weil das sonst viel zu laut ist. Ja, ätzend. Ich sage, wenn einmal wegfliegt, fliegt weg. Mal gucken, ob sie jetzt überlebt. Jetzt habe ich die Auflösung mal runtergedreht von der Cam. Jetzt bin ich aber erst recht gespannt, ob mein System das überlebt. Positiv denken. Natürlich, immer. Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Lucas. Aber bringt das? War das nicht Blödsinn, wenn du mich einlädst, weil ich dann in deinen Land mit reinfliege? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese wir werden unsere Armee sein. Stand gibt insgesamt. Ach so, das heißt, wenn ich bei dir reinkomme, habe ich trotzdem meine Mission. Führer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Gar nichts, weil du noch wir arbeiten hast, jetzt genau. Gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca gibt, der es genau weiß. Ach, hier das blöde Intro-Video. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie die Informationen aus dem Funk abfangen. Das gibt's doch einfach. Suchen Sie diesen Leutnant und halten langweilig. Sie mich Satellit auf dem Laufenden. Na komm. Gute Jagd. Die Rettung am Markt ist wichtig für unsere Sache. Bietete. ISC. Ja, hab ich doch gemacht, Mann. Ich muss erst mal reinklicken. Oh. Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seiner Welt zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Okay, du hast mir Einladung geschickt? Oder oben. Eingeladen. Guck mal doch gleich mal, wie die Connection läuft. Ich hoffe jetzt mal, dass du nicht quasi mein Host bist. Eigentlich nicht. Weil ansonsten hätten wir nämlich ein leichtes Bandbreitenproblem mit der KI oder so. Mhm. Mhm. Oh je, das ist ein lila Hubschrauber, die mag ich nicht. Was? Ein lila Hubschrauber. Achso. You need that. Ja, genau, die komischen Fuzzis. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Wenn ich trete ich halt deiner Lobby bei, das ist mir letztlich Wurst. Im Spiel, gesperrt. Okay. Steht da unten links. Ghost Recon Wildlands, die stehen im Moment nicht zur Verfügung. Ribera 1000B. Okay. Ja, du bist ja auch noch Menü, also ich könnte selbst, wenn ich wollte, dir nicht beitreten. Warte doch. Jetzt kann ich. Bin auf dem Weg. Ich habe jetzt die Trupp-Privatsphäre auch offen für Freunde gemacht. NAT-Modus ist moderat. Na, Glückwunsch. Cäsam Joining. Ja. Ja, mich hat er gerade offline geschmissen und hat zu mir gesagt, die Dienste sind nicht verfügbar. Das hatte ich vorhin auch. Ich gehe mal davon aus, dass die Server einfach am Rande der Kapazität rumkrebeln. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Na?
Es dreht sich und dreht sich. Ja, wenn nicht geht, geht nicht. Ich verstehe es aber nicht. Ich sag Join in Progress, also ja. Tut sich ja was, aber... Kann ich mir dein Profil hier angucken? Okay. Ja, funktioniert irgendwie nicht, ne? Er lädt noch. Er hat mich noch nicht rausgeschmissen. Du kannst schon mal losschießen. Ghost Recon Wildlands Server are not available at this time. Jeez. Sag ich doch. So. Um einer öffentlichen Koop-Sitzung beizutreten, da irgendwie nicht. Fang du schon mal an. Naja, ich bin dabei. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ach. Weißt du, was ich nicht habe? Controller angeschlossen. Richtig. Gucken wir mal eben hier. Oh, diese Radio, ne? Das ist zum Brechen. Was war das denn für eine Taste? Nein. Keine Ahnung. Taste weiß ich nicht. Ich weiß, dass es. R. R wie Radio. Ganz großes Kino. So, das sieht total affig aus, weil ich hier unterhalb der Webcam rumfummel. Dabei rum vor mich hin wackel. Wenn du dabei keine komischen Geräusche machst. Warte mal, jetzt muss ich erstmal einen von meinen 150 Milliarden freien USB-Ports hier vorne nehmen. Und beten, dass es funktioniert. Geht's da rein, verdammter Mist. So. Okay. Ah, es funktioniert sehr gut. Oh ah. Gott. Impreza K9 Erkundung. Ja, du redest doppelt. Gib mal Menü, mach mal. Ja, ja. Dasselbe. So. Jetzt bin ich nicht mehr doppelt, oder? Nope. Sehr schön. Ach, du warst hinter mir, ne? Ja, ich bin hinter dir. Ich habe aber hier ein Auto, was mich gerade nur ein bisschen... Ach so, ja, weil ich jetzt hier bei gedreht. Was ist denn? Oh, da haben sie aber einiges an der Grafik gedreht. Oh. Ja. Wenigstens sind die matschigen Texturen jetzt weg. Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin extra zu dir gekommen. Versuch mal mir nochmal gleich beizutreten. Warum? Ich was ausprobieren, ey. Oh Gott. Es ist eine Beta, die ist dafür da. Du willst Sachen ausprobieren, das gefällt mir nicht. Muss ich aber ins Hauptmenü, oder? Ja, mach erstmal. Also ich sag dir gleich Bescheid. Oh, super, jetzt bin ich schon ins Hauptmenü. Map, map. Macht ja auch nichts. Er ist ja bei mir noch am Preppen. Ich komme gerade in gar keine... Nee, fortsetzen. Weil sagt offline. Jo, bist du auch bei mir. Verbindung getrennt. Verstehe ich nicht. Jetzt ist... Ich wollte gerade sagen, jetzt ist wieder da. Mein Ubisoft ist auch gerade komplett weggeschmiert. Ich habe oben rechts die Einblendung gekriegt von allen, die spielen. So, jetzt versuchen wir mir beizutreten. Noch bist du Verbindung getrennt. Warte mal. Geh nochmal ins Hauptmenü, ich lade nochmal. Nö, du bist bei mir immer noch offline. Amüsant. In den Menüs nicht verfügbar, jetzt bist du da. Ja, bei mir steht auch für dich. In Menüs verfügbar. Du musst die Kampagne starten und dann offen für Freunde einstellen. Dann sollte ich eigentlich reinkommen. Es hat aber mit der Kampagne. Ach so, ja, ja. Normalerweise kannst du beitreten, egal was ich bin und wo ich bin. Ja, aber du musst ja die Kampagne trotzdem starten. Das Spiel. In diese Lobby hier rein.
Yes. Muss mal gucken, wenn es beim ersten Mal nicht geht, musst du canceln, dann machst du nochmal. Ich sehe dich ja nicht mal, du bist bei mir immer noch in den Menüs nicht verfügbar. Jetzt hast du mich eingeladen. Jo, hat mir auch gerade angezeigt, ist ja nicht so, als ist das schon eine Minute her, dass ich das geschickt habe. Mal gucken, ob es wieder geht. Ich möchte gerne ein bisschen spielen. Jo. Ach, die Uhr hängt da gar nicht mehr, Mann. Ich guck ständig an die Wand hier vor mir. Ja, die hängt jetzt links von mir, ganz weit hinten. Wie gesagt, wenn es nicht geht, canceln, auf meinen Namen klicken und darauf beitreten. Geht ja nicht, weil du in den Menüs noch nicht verfügbar bist. Ich bin aber nicht im Menü. Was ist denn das für eine Rotze? Außerdem, wie soll man denn canceln können? Bei mir stand da ein Canceln bei. Nö, bei mir nicht. Bitte einen Trupp bei. Irgendwie nicht. Du bist für mich im Moment auch nicht verfügbar. Ich kann dich nicht mal einladen. Ja. Jetzt. Ja, ich krieg nichts. Ich komme aus deinem Ladebildschirm nicht raus. Läuft bei uns. Jetzt hat's mich rausgeschmissen? Mhm. Das ist direkt, sobald du rausgeschmissen wirst, ist die nächste Einladung an dich raus. Automatisch von deinem Spiel. Nö. Nö, sagt er. Nö, sag ich. Ich kann nur dich einladen. Vor allem jetzt bin ich wieder offline. Oh, Privatsphäre. Sitzung wird vorbereitet. Das ist doch scheiße. Ich denke mal, die Server sind einfach total im Arsch. Schon wieder mal. Da müssen wir vielleicht mal eine halbe Stunde warten einfach und dann. Ja, dann spiele ich jetzt schon mal ein bisschen an. Mach mal. Und hoffe mal, dass ich ein bisschen klarkomme. Das Anlegen einer Online-Sitzung ist gescheitert. Geile Scheiße. Warum, Ubi-Schrott. Hat erstmal mit, ja doch, hat ein bisschen was mit Ubisoft zu tun, aber hauptsächlich erstmal mit den ganzen hässlichen Casual-Plagen, die jetzt der Meinung sind, spielen zu müssen, obwohl sie das Spiel die ganze Zeit schlecht reden. Hallo, war das eine Anspielung? Ein wenig. Außerdem, wenn du dich angesprochen fühlst, scheinbar. Deswegen frage ich ja. Geht's ja nicht schlecht, ich sag nur, es ist mir zu langweilig. Auf Dauer. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn du dich angesprochen fühlst, scheinbar. Nö. Nö, nö, nö. Deswegen, man kann ja auch nach einer Closed Beta kann man sowieso keine Meinung abgeben, ob das Spiel jetzt wirklich was für einen ist oder nicht. Also von dem Stand her, wie es war im Spiel, finde ich blöd. War mir zu wenig. War aber auch dementsprechend, sah auch echt scheiße aus. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Und du hast ja selber gesagt, der Bild war alt. Ne? Und du merkst zu Closed Beta zu jetzt schon einen gewaltigen Unterschied. Also habe ich jetzt gesehen. Ne? Ich hatte in der Closed Beta teilweise die Grafikeinstellung höher als jetzt und das sah wesentlich beschissener aus. Deswegen, wenn das jetzt von der Framerate her in Ordnung ist, kann ich mal schauen. Ich renne jetzt mit konstanten 55 und darf ich mal bitte Sinkshot nehmen? Danke. Mit konstanten 55 und hab so ziemlich alles auf sehr hoch oder sogar auf Ultra. Sag mal, kann ich jetzt noch nicht mal spielen so oder was? Wenn die Verbindung nicht funktioniert, das ist doch scheiße. Klar kannst du spielen. Nee. Ging bei mir vorhin auch. Ich war vorhin auch zwei, drei Mal offline. Ja, offline und dann versucht eine Verbindung, eine Sitzung zu öffnen und funktioniert nicht. Ja, ich habe jetzt das Spiel mal ausgemacht und wieder neu gestartet, deswegen sehen die Jungs gerade da bei Twitch den schwarzen Bildschirm mit meiner Fratze da oben in der Ecke und dem bisschen Overlay.